raus. Komm, ist Öl schon vorne rausgelaufen. Ja, alles klar. So, und dann langsam ab. Langsam. Hätten wir auch glatten Radwechsel noch machen können. Ja. Zweimal am Sporn da. Jetzt merkt man. Ja. Ich hab die meiste Arbeit gehabt. Ja, genau. Du hast gesehen, wie ich die Hochstelle habe, Mann. Ja, Familienausflug heute, ne? Mit meinem Enkelkind und den beiden Kindern von der Birgit. Gehen wir heute nach Zweibrücken auf den Flugplatz, weil hier ist ein Fly-In für historische Flugzeuge. Ja. Immer eine tolle Sache, und dann schauen wir mal, was da so für ein Material hier steht. Altes Gelerch, würden jetzt ein paar Fliegerkollegen von mir sagen. Aber naja, ne, die haben ihren ganz eigenen Charme, und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ja, schon auf den ersten Blick ist ganz schön was los. Na, das ist doch prima. Ah, wunderbar. Na, schauen wir mal. Flugzeug, ja. Guck, wunderbare alte Flieger, ne? Jag 52. Guck, was da alles steht. Eine DC-3. Ja, ein Traktor, da hast du recht, mein Schatz. Traktor, genau. Kannst du tun, ja? Hund. Ein Hund, das ist richtig. Flugzeug. Flugzeug. Ja, und im Gegensatz zum Pink Boogie, wo ich letztens hier war, scheint es heute also doch schon ganz schön besucht zu sein. Naja, ist ja auch ein schönes Gelände hier, ne? Ist ja nicht so, als hätten die nichts zu bieten. Ne? Der ehemalige Flugplatz Zweibrücken hat halt schon. Ja, mein Schatz, ein bisschen was zu bieten. Was denn? Ja, Traktor. Das ist richtig, der Traktor, mein Schatz. Ah, Andres Maschine steht auch draußen. Ihr erinnert euch, da wollten wir einen Rundflug machen, und war ein kleines technisches Problem zu lösen. Schön, dass der Flieger jetzt auch hier steht. Ist ja auch ein Klassiker, ne? Na denn. Also der Anblick ist ja schon herrlich. Aber wenn er angeht, dann kommt noch was dazu. Ne? Dann kommt Gänsehaut von Ruf bis runter. Ah, der klingt toll. Wunderschön. Ja, wenn man so viel zu sehen hat, dann muss man auch mal eine Pause machen und was trinken, gell? So ist das. Ja, hier in Zweibrücken hat es auch eine Werft, das ist die Solution Air. Und die machen eben alles, was an so einem Flugzeug zu tun ist. Und deshalb steht hier auch immer jede Menge interessantes Material rum. Thank you.
mein persönlicher Favorit, die Dornier 228, die hier immer zur Wartung steht. Einfach ein geiles Teil. Coole Sache das. Ja, gern wäre ich noch ein bisschen länger geblieben, aber ihr wisst ja, wie es ist mit so einem Anhang bestehend aus 3 Kindern. Naja, da ist die Geduld halt dann doch nicht so, wie sie sein sollte. Und dann muss man als Opa dann schon fürs Entertainment sorgen. Ja, ist ja gut. Das ist das, was ich gemeint habe. Ne? Also los, ab in Richtung Auto. Ne?